Ah, oh, schick. Schick gemacht hier. Bauteile für ein fliegendes Schiff? Am besten, du schaust mal im Schrottladen vorbei. Puh, aber nicht nett. Auf den Regalen stehen eine Menge verschiedene Dinge. Aber nichts davon scheint für dich brauchbar zu sein. Vielleicht? Vielleicht sollte man da schreiben, aber nichts scheint für mich brauchbar zu sein oder für uns brauchbar zu sein. So als wenn er das zu sich selber sagt. Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Hey, warte mal. Bist du einer von diesen, wie nennt man sie noch gleich? Bist du ein Gräber? Ja? Das dachte ich mir. Scheinbar will heutzutage jeder ein Gräber sein. Aber du bist der jüngste Gräber, den ich bisher getroffen habe. Kann man nochmal mit dir quatschen? Ich habe dich hier noch nie zuvor gesehen. Hey, warte mal. Bist du einer von diesen, wie nennt man das gleich? Bist du ein Gräber? Ich sag jetzt mal nein. Nein? Wirklich nicht? Oh, naja. Ich dachte, du wärst vielleicht einer wegen des komischen Outfits, das du trägst. Also, ist immer nicht nett. Die Texte sind nicht immer aus der eigenen Person formuliert. Mal so, mal so. Ach so. Wurde aber auch 1:1 übernommen. Okay, na gut. Es ist ein Kühlschrank. Mhm. Ein Videorekorder, aber du kannst auf ihn verzichten. Hm. Ein Fernseher, aber er ist zu groß, um ihn mitzunehmen. Okay. Er ist zu groß zum Mitnehmen. Na gut. Komm ich irgendwie? Nee. Hm. Ein Ventilator. Guten Tag, werter Herr. Ich bin riesen Filmfan, also wollte ich einen Videorekorder kaufen. Ja, na, dann mach doch, der steht hinter mir. Das ist ja ein komischer Typ. So, auf den Regalen stehen eine Menge verschiedene Dinge. Aber nichts davon scheint für dich brauchbar zu sein. Okay, gut. Ja gut, okay. Alles gut. Den kann ich auch nicht. Okay. Na gut, dann gehe ich wieder raus. Ich kann hier nichts kaufen, also gehe ich auch wieder raus. So, Kiste. Geht nicht. Was steht da? Plasmazelle. Mhm. Akbar Spielzeuge. Das ist also die neue... Nee, das ist also dieses neue Videospiel namens Rockman Dash. Es sieht wirklich sehr interessant aus. Das Ding da? Das ist ein Videospiel? Dieser riesen Okolyt? Okay. Aha. Ach, mit Kreis schauen. Ah, okay, mit Kreis soll ich reinschauen. So. Es ist eine Kiste. Ist dort etwas drin? Du findest defekter Sauger. Klingt schon ein bisschen pervers. Das ist also dieses neue Videospiel namens Rockman Dash. Sieht wirklich sehr interessant aus. Das ist doch kein Videospiel. Oh, ein Bär. Ein Teddybär. Hallo, Teddybär. Kann man nichts machen. Okay, Bäckerei Sharkskin. Hm. Hallo? Ich hätte gerne ein Brötchen oder ein Brot. Niemand da. Bäckerei Jetlag. Was? Hast du schon von den Ruinen direkt vor dem Tor gehört? Man darf dort hinein, auch wenn man keine Gräberlizenz hat. Ich habe gehört, dass der Besitzer des Schrottladens nebenan dort immer nach Teilen sucht. Ja, okay. Immerhin. Zum Verständnis, Rockman Dash heißt die japanische Version. Ach so, okay. Das ist ein Easter Egg sozusagen. Das ist mein Hund, Paprika. Was? Er ist niedlich, nicht wahr? So. Paprika, komm mal her, Paprika. Komm mal her, Paprika. Komm, Paprika. Oder warte, wir machen das anders. So, Entschuldigung, weil ich übersteuert habe. So, was haben wir hier? Schneiderei Hipbone. Geh mal weg, Hundi. Ich will da... Kommen wir sogar rein. So, schönen guten Tag, werte Damen. Hallo. Hey, du bist irgendwie süß. Dein Name ist Mega Man, nicht wahr? Du bist genau mein Typ. Ich weiß nicht, ob du dir gerne Frauenkleidung ansiehst, aber schau jederzeit wieder mal bei mir vorbei. Was? Okay. Du kennst mich doch gar nicht. Vielleicht mag ich Frauenkleider. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ich bin eine Palme. Schönen guten Tag.
Ich finde dieses Kleid richtig schön. Meinst du, es würde mir gut stehen? Ja. Wirklich? Würdest du es mir dann kaufen? Was kostet es denn? Ja. Oh, keine Sorge. Ich habe nur Spaß gemacht. Blöde Kuh. Ja, ich wollte mich einfach nur mal anbieten. Nein, ich möchte mich nicht anbieten. So, ich lese gleich, was du geschrieben hast, Marcel. Nicht so viel schreiben mit Eimer. Sonst komme ich nicht hinterher. Du kannst dich selbst im Spiegel sehen. Vielleicht nicht so stattlich wie andere, aber dennoch ein hübsches Gesicht. Du fühlst dich ein wenig selbstbewusster, nachdem du dich betrachtet hast. Weiß? Okay. Ach ja, noch ein Fun Fact. Das hört heute nicht mehr auf mit mir. Sorry, kein Problem. In der japanischen Version kann man Tiere verletzen. Das wurde außerhalb Japans zensiert. Oh, dadurch gibt's ein was? Nee, dadurch gibt's aber auch eine Stelle, die sich nur noch auf eine Art lösen lässt. Die Texte zu der alternativen Varianten sind aber nach wie vor im Spiel. Aha. Wenn wir es technisch schaffen, sollen auch alle Zensuren rückgängig gemacht werden. Ach du Schande. Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt. Huch. Also wie gesagt, für alle, die auf YouTube gucken, wir spielen jetzt gerade so eine Art Alpha-Beta-Test, keine Ahnung. Ich würde eher sagen Alpha-Test als Beta-Test. Viele Sachen sind schon übersetzt, aber manche noch nicht und es wird halt auch noch daran gearbeitet. Deswegen, wir gucken es uns einfach nur mal vorab an und ich gebe noch meinen Senf dazu, wie wir das schon bei Parasite Eve gemacht haben. So, was ist das hier? Hallo? Nix, okay. So. Es ist eine Kiste. Ist da etwas drin? Darin befindet sich ein Refraktorsplitter. Ein Refraktorsplitter. Was für ein Ding? Refraktorsplitter. Schweres Wort. Du findest 100 Zenny. Okay. Ich habe einen Refraktorsplitter und 100 Zenny gefunden. Schönen guten Tag, Quergelfrau. Hallo. Die eigentliche Stadt liegt auf der anderen Seite dieses Tores. Hast du eine gültige Bürgerkarte? Nein, noch nicht. So, ein Pech. Man braucht eine, um durchs Tor zu kommen. Schade. Na gut. In dem Regal stehen einige Schmuddelhefte. Es könnte spaßig sein, sie anzugucken. Aber hier sind so viele Leute in der Nähe. Du würdest mächtig Ärger kriegen, wenn dich jemand sieht. Was? Warum denn? Warum kriegst du denn Ärger, wenn du dir Schmuddelhefte anguckst? Naja gut. Ortsplan Kartox. Kann ich damit irgendwas machen? Nein. Fotolexikon. In dem Regal stehen viele Romane. Aber keiner davon sieht interessant aus. In dem Regal stehen einige Schmuddelhefte. Achso, es ist von beiden Seiten. Ja, gut. Ja. Kann man die. Texte kann man skippen mit Dreieck. Gut zu wissen. So, was haben wir hier noch in diesem Regal? In der Auslage gibt es eine Menge Manga-Serien. Ah ja, okay. Aber sie sind in Kunststofffolien versiegelt, damit die Leute sie ohne deren Kauf nicht lesen können. Ja, das ist ja nun mal so. Comichefte werden in Kunststofffolien verpackt, damit man sie nicht angucken kann vorher. Manchmal ein bisschen schwierig, weil man wissen möchte, was ja, die Story des Buches ist. Aber dann könnte man es ja schon vorher lesen. Folio-Bücher. Kann man da noch irgendwie? Nein. So, was? Da hast du im Tutorial glatt übersehen. Was? Da hast du im Tutorial glatt übersehen. Es gab eine Stelle, wo erklärt wurde, dass es orangene Würfel, Lebensenergie und Refraktorsplitter gibt. Geld. Ach so. Hab ich das übersehen? Im Tutorial. Okay. Gut. Ja, von mir aus. Ich will es nur probieren. Es geht aber nicht. Gut, also man kann Hunde nicht verletzen. Ist auch gut so. Ach ja, Mülltonnen sollte ich durchsuchen. Huch, hier ist ein Grafikfehler. Es ist ein Mülleimer. Ist dort etwas drin? Darin befand sich ein Refraktorsplitter. Du findest 20 Zenny. Naja, okay. So, es ist eine Kiste. Ist dort etwas drin? Ist leer. Gut, okay. Ich habe mich dann jetzt also quasi... Ach, hier ist der Schrotthändler. Alles klar. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich jetzt also komplett umgeguckt. Aber nein, wir gehen noch zum Schrotthändler. Huch. Schönen guten Tag, werte Frau. Hallo. Schrotthändlerin. Teile für dein Schiff? Oh, es tut mir leid, aber mein Mann ist im Moment auf einer Ausgrabung. Du weißt, was eine Ausgrabung ist, oder? Dabei geht man in den Untergrund und sucht nach alten Teilen von Maschinen. Ich frage mich, was ihn so lange aufhält. Hey, kleiner blauer Junge. Wärst du bereit, ihn für mich zu finden? Ja.
Du machst es? Oh, vielen lieben Dank. Du findest ihn vermutlich nahe des Eingangs. Weißt du, er ist ein wirklich riesengroßer Angsthase. Deshalb glaube ich nicht, dass er zu weit hineingegangen ist. Naja, okay. Aber hübsch designt hier, muss man sagen. Gefällt mir wohl gut. Gefällt mir wohl gut. Ich komme aber nicht weiter rein. Das ist ein ausgestopfter Reaver-Bot. Ein altes Familienerbstück. Wir nennen ihn Streuner. Ein ausgestopfter? Ja, okay, gut. Mit was habt ihr den denn ausgestopft? Mit Blech oder was? Okay, oder mit alten Teilen. Was ich mich gerade frage, warum finden die denn bitte alte Schrottteile und sowas unter der Erde? Das ist mir noch nicht ganz, das geht mir noch nicht so ganz in den Kopf, warum ausgerechnet Schrottteile da, unter der Erde sind. Da muss ja irgendwie was vorgefallen sein, ansonsten gäbe es ja nicht so viel Schrott unter der Erde, theoretisch. So, es ist ein Mülleimer. Ist dort etwas drin? Darin befand sich ein Refraktorsplitter. Ist jetzt aber die Frage, ein Refraktorsplitter, einer? Wenn das nur einer ist, warum kriege ich dann 50 Senni? Oder ist das eine Art Geldchip? So ungefähr. So eine Art Kreditkarte oder sowas. Keine Ahnung, wo noch ein Restguthaben drauf ist. Warum bist denn du jetzt hier? Wahrscheinlich. Ich speichere mal. Ich sah gerade, wie ein älterer Mann in diese Ruine dort drüben ging. Ich frage mich, ob er in Ordnung sein wird. Ob er in Ordnung ist, nicht ob er sein wird. Wenn du nach ihm sehen willst, solltest du vielleicht vorher speichern. Falls du speichern willst, dann sprich einfach mit mir. Okay. Was möchtest du tun? Ich möchte natürlich speichern. Das ist eine gute Idee. Refraktorsplitter sind je nach Größe und Farbe mehr oder weniger wert. Achso, okay. Alles klar. Verstehe. Genauso wie die ganzen großen aus dem Intro, der blaue, den findest du auch in deinem Inventar. Ah ja. Echt? Den finde ich in meinem Inventar. Defekter Sauger. Vielleicht kann Roll was damit anfangen, um etwas herzustellen. Ach hier, guck mal. Blauer Refraktor. Sammellinse im Turm auf dem Ozean gefunden. Sammellinse. Dieses Objekt kann nicht benutzt werden. Okay, na gut. Rasterbauteile? Haben wir da noch was Neues? Nein, okay. Spezialwaffen? Status der Spezialwaffe. Rechter Arm, ausgerüstet, normaler Arm. Ah ja, okay. Spezialwaffen ausrüsten. Du hast keine Spezialwaffen bei dir. Warte. Na gut. Okay. Dann nicht. Oh, Entschuldigung. Der ist müde. Kann ich bei dem Bus vielleicht noch irgendwas machen? Da liegt sogar noch was. Neben dem Bus. Was ist das? Reifen und irgendein Stück Blech. Wie mir scheint. Gut, aber ansonsten kann ich bei dem nichts machen. Ich kann nicht mal treten. Okay, dann gehen wir mal hier hinein. Leider kann man in der PS1-Version nicht den Bus anklicken. Okay. Hilfe! Irgendjemand! In der N64-Version geht das. Scheint ein Bug zu sein. Ach so. Das war doof. Okay, wir sehen auf jeden Fall, wo wir lang müssen. Das ist ja eine interessante Ruine. Zu Hilfe! Kokosmilch drüben. Wieso? Achso, ich wollte gerade sagen, hier ist aber ein Dunst in dem Raum. Dabei war das Tor. Hier ist eine Mauer im Weg. Wenn du nur etwas hättest, womit du sie durchbrechen kannst, könntest. Womit du sie durchbrechen könntest, würde ich sagen. Na, geht nicht. Also mit der Steuerung muss ich mich echt noch anfreunden. Das ist noch gerade ein bisschen ein Problem für mich. Da oben ist noch so ein Heini. Ups.
So, weg mit dir, du Napf. Ja? Denk an den R2. Ja, 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 genau. Ich denke schon an den R2. Aber ich treffe ihn nicht. Treff ihn nicht. Kann auch hier nicht laufen, ne? Nee, treffen ihn dann nur. Ne, geht nicht. Kann ihn nicht treffen. Probier's nochmal aus der anderen Ecke. Jetzt kann ich mich drehen. Interessant. Aber ich treffe den von hier unten aus nicht. Nee, geht nicht. Hör auf, der Höhe zurück. So, durch die Wand kommen wir nicht. Ja. Sieht mal so aus, als wäre der Nebel im Raum. Herrje! Oh. Wieder so ein doofer Reaver. Gott. Ich treffe ihn, glaube ich, nicht. Ey! Du Liebe! Bleib doch mal auf dem anderen! Meine Güte. Schwierig. Hey, bleib doch hier. Zu Hilfe! Ja, den anderen habe ich jetzt leider nicht gekriegt. Schade. Ah, guck mal, da kam doch gleich mehrere von den Dingern rausgeflogen. Wo sind die anderen? Alter. So, herrje. So, wie komme ich jetzt zu dem da oben? Au! Mieser Sack. Ich fällt jetzt da runter. Ich komme jetzt ja nicht da hoch, ne? Ich komme nicht auf. Schade, na gut. Ach, guck mal, hier ist ein Loch in der Wand oder sowas, ne? Da ist ein Loch in der Wand. Ist dort etwas drin? Du findest eine Refraktorscherbe. 2600 Seni. Eine Refraktorscherbe. Refraktor. Ist aber auch ein komisches Wort. Na gut. So, weg mit dir, du Napf. So, her damit. Die roten Dinger sind wahrscheinlich Leben, ne? Gehe ich mal davon aus, diese roten kleinen, runden Knubbelse. Ah! Das hier? Nix, okay. Sah so aus, als wäre das. Ah, guck mal, wenn man Kreis gedrückt hält, kann man auch langsam laufen. Ah ja, 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 okay. Du Liebe! Zu Hilfe! Weiß nicht, ob du Liebe die eine gute Übersetzung dafür ist. Zu Hilfe passt, ja? Oder ich würde irgendwas anderes nehmen. Die orange-roten Würfel heilen dich. Also du Liebe passt in dem Fall irgendwie nicht. Da würde ich irgendwas anderes nehmen. Um Himmels Willen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas, was besser passt. Fällt jetzt gerade auch nichts Besseres ein. So, guten Tag. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Puh. Vielen Dank, Herr Blaumann. Schau in meinem Schrottladen vorbei. Dort gebe ich dir etwas als Zeichen meiner Dankbarkeit. Also, ich habe genug von diesem Ort. Ich gehe nach Hause. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin ein schneller Läufer. Ich schaff das schon heil hier raus. Bis später. Du liebe Güte. Ja, genau. Du liebe Güte geht auch. Oder meine Güte. Oder irgendwie sowas. So, weiter geht's. Bzz, 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 bzz. Was ist das denn? Das sieht nicht gesund aus. Ich wusste es. Ja, du Napf. Dilit, dilit, dilit. Erinnert mich ein wenig an Pipo. Ach ja, Pipo. Dilit. Ey! Nicht nett. Wow! Du Arsch! Schwinde, du Eimer! Aber habe ich irgendwas zum Heilen eigentlich? Nee, ich habe nichts zum Heilen. Shit, ich habe nichts zum Heilen. Ich hoffe, ich krieg bald was. Sonst ist es nämlich gleich vorbei. So, weg mit ihr. Oh, scheiße, da ist noch mehr. Das hier habe ich nichts. Das habe ich auch gerade gesehen.
Ey, bleib gefälligst liegen, du Eimer. Oh, ja, viele Teile hier. Sind nicht mehr alle Taschen im Schrank. Tassen im Schrank, wollte ich sagen. Nicht mehr alle Taschen an der Hose, oder wie? Geh mal weg, Junge. Blöder Napp. Du was? Herrsche gibt's. So, okay. Da lang geht's.